letztes Jahr haben wir ja quasi in der heftigen Corona-Zeit diesen magischen Spielort hier zu Wasser gelassen und dann unser gesamtes Programm hierauf konzentriert. Und dieses Jahr spielen wir aber auch wieder an anderen Orten in der Stadt. Ja, wir versuchen die spielzeitfreie Sommerzeit aufzuladen mit Kunst und Kultur aus allen Disziplinen. Letzten Sommer haben wir die quasi zur See gelassen. Ein Floß für die Kunst, haben wir gedacht. In einer speziellen Zeit, weil wir gesagt haben, im größtmöglichen Raum, also im öffentlichen, wollen wir die größtmögliche Nähe herstellen. Deswegen haben wir quasi zum einen hier eben auf diesem idyllischen Weiher eine Bühne und zum anderen haben wir aber ein Kopfhörersystem, dass man ganz nah dieses Bühnengeschehen verfolgen kann. Und wir kriechen quasi mit der Musik oder mit den Performances den Menschen direkt in die Ohren und dementsprechend auch in die Sinne. Und heute Abend ist die Idee Asphalt auf See in Flammen. Also das heißt, ein Punkkonzert haben wir hier noch nie gemacht und es beißt sich natürlich auch mit dieser Kopfhörer-Idee. Nein, nein, das ist nicht schön, nur Makel machen interessant. Nein, nein, das ist nicht schön, nur Makel machen interessant. Ja, alles in Kämpfe. Es ist richtig viel abgesagt worden, ja. Wir hatten eigentlich einen vollen Tourplan. Ende 2019 standen das erste Halbjahr 2020 eigentlich so viele Konzerte schon fest, wie wir auch nur machen können. So, ne? Also es war voll durchgebucht. Wir haben auch Anfang 2020 gesagt, irgendwie, das wird unser Jahr. Echt schade irgendwie. Wir spielen in so einer Größe von Läden irgendwie, die halt einfach klein sind, die halt irgendwie auch, die das einfach nicht packen, irgendwie so ein vernünftiges Corona-Konzept umzusetzen. Und deshalb bleiben wir da auf der Strecke. Das sind aber irgendwie genau unsere Läden irgendwie, auf die wir Bock haben. Wir leben davon irgendwie, dass wir halt irgendwie diesen Kontakt zu dem Publikum haben. Tolle Worte habe ich da gefunden. Für uns ist es eben wichtig, gerade solche Dinge, die auch gegensätzlich sind, auszuprobieren. Es braucht Orte im öffentlichen Raum und sowieso den öffentlichen Raum, um die Menschen ganz konkret und ganz direkt anzusprechen, aber auch, wo man einfach so reinstolpern kann und einen offenen Ort vorfindet. Wir haben versucht, eine ganz andere Qualität zu geben und trotz dieser wirklich, entschuldigt die Ausdrucksweise, die beschissene Zeit, was wir hinter uns hatten, gerade als Kulturmacherinnen und Kulturmacher, trotzdem was Positives rauszuziehen. Und ich glaube, das ist auch die Stärke von Menschen, die Kultur machen, dass sie immer wieder was Neues zu belegen, immer wieder versuchen, kreativ zu sein, um das, was sie wirklich prägt und was sie berührt, auch machen können, nämlich Konzerte bzw. Veranstaltungen. Und für mich persönlich war es sehr wichtig, Künstlerinnen und Künstler, die einen Story to tell haben, eine Geschichte erzählen wollen, eine Bühne anzubieten. Das war für mich die oberste Priorität, denn die haben am meisten gelitten in dieser Zeit. Das habe ich geschafft und ich bin sehr dankbar, dass mein Team und ich diese Möglichkeit hatten, eine Reihe Konzerte zu machen, ein Stück wieder in Kunst ein bisschen zurückzugeben, was mir persönlich auch immer gibt und mein Team auch bekommt. Ah, war das für die großartig, dass sie wieder mal auf, also das war auch ein neues Erlebnis, wie eine Neugeburt. Nach zwei Jahren endlich mal wieder erste Live-Auftritt, aber vor allem fand ich großartig, wie das Publikum auch mal richtig sich fallen lassen konnte. Eine reale Open-Air-Atmosphäre ist schon deutlich was anderes, als wenn man, es ist wie fahren mit Handbremse, wenn man in Corona-Zeiten spielt. Dankeschön, tschüss. Thank you.
Goldmucke, die Konzertreihe für Veranstaltungen und Kultur in Düsseldorf. Von Punkrock bis Singer-Songwriter ist alles dabei, also nicht wirklich spezifische Musik, sondern wirklich einerseits natürlich Dinge, die mir auch gefallen, aber andererseits oder auch aufstrebende Ex-Newcomer-Sachen, also auch kleine Konzerte, auch noch nicht so bekannte Bands, halt Papst aus Berlin, die halt wirklich hier ziemlich abgerissen haben. Also und das Publikum hat es sehr, sehr gefeiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und zum Glück ging es halt kurz bevor die Saison losging, war es klar, es kann unter den Bedingungen stattfinden. Wettertechnisch war natürlich diesen Sommer bisher sehr, sehr durchwachsen, aber insgesamt sehr zufrieden. Und das merkt man auch von dem Feedback von den Leuten, dass die sehr froh sind, dass halt sowas wieder geht halt. Ne? Genau, im Rahmen des Kultursommers von der Stadt Düsseldorf habe ich jetzt auch ein Konzert noch an der Rennbahn das erste Mal gemacht. Also neue Location, neuer Ort mit Bezug mit lokalen Bands, dass die unterstützt werden. Und dort haben halt die Blackberries und Amour Vache gespielt. Den Heimatsommer hier auf der Galopprennbahn gemacht. Von daher kannten wir das Gelände und haben es auch sehr, sehr lieb gewonnen, weil es einfach so viel bietet. Es ist mitten in der Natur, es ist halt gerade in Corona-Zeiten ein absolut toller Ort, weil es viel Platz gibt, viel Abstandmöglichkeiten und es gibt den Leuten eine gewisse Sicherheit. Das ist wie ein Stück Urlaub, wenn man hier oben ist. Die Leute kommen und haben richtig Spaß, sich das anzugucken. Tolle Musik und sehr interessanten Panel. Die Beatbox-Weltmeister Berry Wam werden richtig die Bühne zum Brennen bringen. Und wir haben auch unsere tolle, sehr berühmte Band, unsere Top-Act Amadou und Mariam. Vous avouez.